Liebe Modellbahnfreunde, das, was ich hier in der Hand halte, sind die Neuheiten von Lemke. Und da habe ich erstmal einen ganz großen Vorsprung Ihnen voraus, aber das wird sich gleich ändern, denn Tobias Lemke wird mir die Neuheiten gleich selber vorstellen. Sehr schön, genau das machen wir. Erstmal herzlich willkommen, Herr Buttig, bei uns am Lemke-Stand. Schön, dass Sie wieder da sind, freut mich sehr. Auch schöne Grüße an alle Modellbahnfreunde da draußen, die uns unterstützen, die uns jetzt zuschauen. Ich wünsche einfach viel Spaß bei unserer Neuheitenumschau und dann beginnen wir. Beginnen wir ganz einfach, denn wir sind schon alle sehr gespannt, ja, was es Neues gibt. Wir haben hier so eine Art gemeinsamen Spickzettel, ich darf das mal so sagen. Man kann sich ja nicht alles merken, aber wir wollen Ihnen ja die wichtigsten und schönsten Sachen vorstellen. Und hier oben steht Spur N. Spur N ist richtig. Spur N ist immer schon Hobbytrain gewesen. Wir haben unser Kerngeschäft Spur N. Wir machen natürlich auch schöne H0-Modelle. Aber es hat unsere Modelle sind einfach im Spur N-Markt sehr gut angekommen. Und wir sind auch selber Fans von Spur N. Deswegen freuen wir uns, auch dieses Mal schöne neue Modelle präsentieren zu können, die bestimmt das Herz des Modellbahners hochschlagen lassen. Also da bin ich mir sehr sicher, vor allen Dingen bei einem Artikel, da freue ich mich jetzt schon drauf. So, da freut er sich. Da erspannt uns auf die Frage, hat er mir auch noch nicht erzählt, aber wir werden sehen. Hier steht irgendwas mit, eine E63 der AEG. Richtig, E63 AEG ist eine schöne alte Elektrolok, die wir jetzt ankündigen. Und zwar ist es die AEG-Variante, die ist noch nicht gemacht worden bisher, in Epoche 2 DRG, also Deutsche Reichsbahn. Und wir machen auch dann die Epoche 3 und die Epoche 4 von der Deutschen Bahn, also DB-Variante. Die Besonderheit bei dieser Lok ist, dass die unheimlich lange im Einsatz war in Deutschland. Und man kann sich vorstellen, dass in dieser Zeit auch die Form der Lok sich leicht verändert hat. Und diese Bauunterschiede in den Epochen, die bilden wir natürlich auch entsprechend nach. Das ist ja toll. Also da werden sich die Modellbahner, die auf diese Lok scharf sind, auch sehr freuen, dass sie also auch die unterschiedlichen Varianten haben. Das denke ich mir. Was haben wir denn noch? Eine RE44, das klingt aber jetzt nach Schweiz. Das ist richtig. Wir mögen die Schweiz, wir fahren gerne in die Schweiz und nicht nur wegen der Berge finden wir die Schweiz toll. Wegen der Heidi? Auch wegen der Heidi, natürlich. Die älteren Zuschauer werden sich erinnern. Ich weiß gar nicht, gibt es Heidi noch als Serie? Ja, ist glaube ich wieder aufgelegt worden. Ah, okay, aber ich hoffe dann auch in der Zeichentrick-Variante und nicht in der computeranimierten Version, die gefallen mir nicht. Die klassische war schöner, stimmt. Ja, also, aber wir gehen jetzt wieder zu den wir Loks. Wir gehen wieder zurück zu den Loks. Ja. Vielleicht machen wir mal irgendwann mal eine Heidi-Lok, ja. Wer weiß. Ja. RE44-2, die erste Serie, ist eine Reise- und Güterzug-Lok von der SBB. Und wir bilden hier die Variante Epoche 3 und Epoche 4 nach. Das ist eine Ursprungsversion, noch mit den runden Lampen und einem Scherenstromabnehmer. Die haben sich im Laufe der Zeit verändert, also gibt es auch moderne Varianten. Und weil es eine Formvariante ist, können Sie sich vorstellen, dass im Laufe der nächsten Jahre da noch das eine oder andere schöne Modell von der RE44-2 von Hobbytrain kommen wird. Das konnte ich mir schon vorstellen. Ja. Ich meine, so wie Sie mir das jetzt sagen, kaufe ich das auch wortwörtlich ab. Gut. Die nächste Lok wartet. Die nächste Lok ist eine, es sind mehrere Loks. Und zwar, wir mögen auch Siemens Taurus Modelle. Wir lieben die Baureihe 189 und natürlich auch die Vectron, die wir sehr gut verkaufen. Das ist ein tolles Modell. Wir haben diesen Modellen eine neue Platine verschafft, also quasi eine Modellpflege betrieben. Also einen Herzschrittmacher eingebaut. Quasi, richtig, genau. Einmal zum Schönheitschirurgen geschickt und der hat diesem Modell eine Next18-Schnittstelle spendiert, sowie Platz für einen Lautsprecher, sodass man eben, wenn man möchte, einen Sound nachträglich einrüsten kann. Wir bieten die aber auch direkt in der Soundvariante an, weil es sich gezeigt hat, dass viele Leute einfach die Lok aufs Gleis stellen wollen und dann losfahren wollen. Bieten wir alles an. Aber ich finde, gerade bei diesen ganz, ganz kleinen Loks in Spur N, ich meine, es sind ja, ich sage jetzt immer, fipslige Loks. Mhm. Ich meine, wer das Wort fipslig kennt, weiß, was damit gemeint ist. Und da noch Sound einzubauen und dann noch was Ordentliches rauszukriegen, schon Hochachtung, muss ich sagen. Ja, das Tolle ist, dass die Technik so weit ist, dass selbst aus diesen klitzekleinen Lautsprechern ein Sound rauskommt, den man, selbst wenn man 3 Meter von der Anlage entfernt steht, kann man das noch hören.
Ja, also das ist wirklich fantastisch, was die Technik heutzutage möglich macht. Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber was macht die Technik noch möglich? Wir sind wieder in der Schweiz. Bevor wir zurück in die Schweiz gehen, möchte ich noch hinzufügen, dass wir bei den Taurus Vectron und Baureihe 189 Modellen uns mal überlegt haben, es gibt so schöne neue, tolle Varianten, die von außen hin eine Art Design, also sehr schöne Designs haben. Und wir haben uns da überlegt, dass vielleicht diesen aufwendigen Bedruckungen, die wir da betreiben, ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ich möchte jetzt niemanden persönlich angreifen, aber für uns, wir haben einfach gesagt, wir möchten da ein bisschen mehr das Augenmerk drauf bringen und nennen diese Farbvarianten, diese aufwendig bedruckten, nennen wir jetzt Edition Kunstdruck. Und das sieht man dann auch nachher auf den Verpackungen, da steht das dann drauf. Und das ist eben nicht nur für Modellbahner interessant, sondern auch für Sammler, die einfach eine schöne Lok in ihrer Vitrine stehen haben wollen, weil die halt teilweise zweiseitig bedruckt sind und wirklich bis zu 80 Druckschritte, Pantongdruck, ist Wahnsinn, was heutzutage möglich ist. Also kann der Sammler darauf hoffen, dass er sich also den Sammler Edition zulegen kann, dass sie immer wieder neue Bedruckungsvarianten bringen. Richtig, genau. Es gibt auch, das muss ich noch hinzufügen, es gibt von einem holländischen Designer ganz tolle Poster, die wir auch im Programm haben, wo verschiedenfarbige Vectron- und Taurus-Lokomotiven abgebildet sind, den verschiedenen Farben entsprechend, das heißt von Rot über Blau zu Weiß gehen. Toll, also es sieht toll aus. Kann man bei uns anfragen. Also gut, dann sei es dem Modellbahner gesagt, löchern Sie Herrn Lemke, der macht das. Gerne, okay. Gerne. So, weiter. Back to the Switzerland. Ja. Switzerland kriegt dieses Jahr von uns volle 12 Punkte. Wir machen weiter mit der AE68, ein sehr schönes Modell, was wir im vergangenen Jahr schon ausgeliefert haben. Dieses Jahr kündigen wir die Ursprungsversion an von der AE68. Und zwar ist das die Epoche 2 und 3, die wir hier machen. Und die Ursprungsversion ist quasi die Lok, bevor die wir jetzt im vergangenen Jahr ausgeliefert haben. Auf dem Bild sieht man den Unterschied sehr schön. Und zwar auf der Ursprungsvariante sind zwei Stromabnehmer zu sehen. Die Bremswiderstände oben am Dach sind noch nicht da. Und an der Seite sind auch die Fensterbänder, die in der späteren Variante weggenommen wurden für Lüfter, sind da vorhanden. Also finde ich eine tolle Idee, dass man gleich diese beiden Varianten anbietet. Wird sicherlich den Planern auch sehr gefallen. Denke ich mir. Ja. Was haben wir denn noch in N? Das ist ja ein richtiges Fest für die N-Bahner. Richtig, genau. So wollen wir es machen, so wollen wir es haben und auch halten. Ja. Limburger Zigarre, kennen Sie? Ja. Die erste Zigarre für Nichtraucher. Stammt von meinem Vater, der Spruch. Hat er gut gesagt. Limburger Zigarre haben wir auch letztes Jahr zweiteilig ausgeliefert. Ist ein sehr schönes Modell geworden, sehr filigran gearbeitet mit Sound. Wir haben jetzt als Ergänzung quasi den Motorwagen produziert, den man wunderbar auch mit dem Modell kombinieren kann, mit der Scharfenberg-Kupplung. Das passt sehr schön zusammen. Man kann das Modell auch einzeln fahren oder eben mit Steuerwagen dreiteilig, Doppeltraktion vierteilig. Wer Platz hat, auch mehr. Und je nachdem, wie hoch das Verkehrsaufkommen war, also wie viele Leute damals verreist sind, hat man eben auch diese Zugkombination nachgebildet. Also ein bisschen, sagen wir mal, Ähnlichkeit hat er mit der anderen Zigarre, also sprich mit dem Weltmeisterzug. So ein bisschen Design. Ja, ist so durchaus beabsichtigt. Ja, dann... Kommt das Highlight jetzt? Ja. Ich gucke auf den Zettel, liebe Zuschauer. Also kommt das Highlight? Ich sag's nicht. Er soll es selbst sagen. Unser Highlight für dieses Jahr, also unser Top-Highlight. Wir haben natürlich nur schöne Highlights, aber dieses Jahr freue ich mich ganz besonders, dass wir den ECE 4 machen werden. ECE 4, ja. Und zwar von Kato oder mit Kato zusammen. Und Kato hat begeistert eingewilligt und ist ganz scharf darauf, uns da ein sehr schönes Modell zu präsentieren. Eine Zugkombination fährt eigentlich zwölfteilig. Wir bieten die siebenteilige Grundgarnitur an mit einem fünfteiligen Ergänzungsset. Und wie gesagt,
2018 soll das Original von der Deutschen Bahn auf die Schienen kommen, im Personenverkehr. Wir versuchen ebenfalls 2018 mit dem ICE 4 von Kato zu kommen. Ob jetzt Anfang, weiß ich nicht, aber zum Ende des Jahres wird er sicherlich verfügbar sein. Es wäre natürlich der Hammer, liebe Modellbahnfreunde, wenn die Deutsche Bahn den Zug auf die Gleise dann endlich zulässt und er dann richtig rollt und Lemke gemeinsam mit Kato diesen Zug ebenfalls auf die Schiene. Das wäre doch mal ein Ding. Das wäre ein Hammer, zumal wir vor der Messe haben wir das Siemens-Werk besucht in Krefeld mit Kato zusammen und haben uns die Produktion angeguckt. Also es war Wahnsinn, weil es ist ein Privileg, da bei gewesen zu sein, wie so ein Zug hergestellt wird. Und wir haben da einen Einblick bekommen und auch Kato hat dadurch noch mehr Lust bekommen, dieses Modell zu fertigen. Also kann ich mir sehr lebhaft vorstellen. Sehr schön. Also das ist die Top-Neuheit und auch die Überraschung, würde ich sagen. Ja, jetzt gucken wir mal weiter auf unserem Zettel. Wir können ja noch stundenlang reden, aber so viel Zeit haben wir leider nicht. Jetzt wollen wir mal ganz schnell in den H0-Bereich noch wechseln. Genau. H0 ist ja auch immer bei uns ein schönes Thema, zumal wir tolle Wagen machen, sehr filigrane Wagen. CEWL haben wir ja vor ein paar Jahren die Lizenz gekauft und das war ein richtiger Glücksgriff. Weil alle Wagen, die wir bisher mit dem CEWL-Emblem ausgeliefert haben, sind nahezu ausverkauft gewesen, so wie im vergangenen Jahr der Ostende-Wien-Express in H0, der sehr filigran gearbeitet wurde. Dieses Jahr gibt es den Nachfolger, den Cannes-Nizza-Wien-Express, ebenfalls mit sehr filigranen Dachaufbauten, Innenbeleuchtung und einfach ein traumhaftes Modell. In der Teakholz-Ausführung Epoche 1. Also richtig schön. Kann ich nur empfehlen. Er schwärmt. Ich gucke ihn an, liebe Zuschauer. Er schwärmt von dem Zug. Also ich glaube, wir haben es ja auch im Bild gesehen. Er hat recht. Er hat wirklich recht. Ja, von diesem Zug im Grunde genommen, Haltspiegzettel, haben wir noch ein bisschen was. Wie heißt das? Haben wir noch ein bisschen mit den Minis. Mit den Minis, genau. Bei den Minis sind wir ja auch immer weiter im Programm. Wir entwickeln uns weiter. Wir haben immer wieder neue, schöne Modelle gemacht. Jetzt haben wir den Reisebus Mercedes-Benz O302, O0303 produziert. Schöne Farbvarianten, Deutsche Post, Bahn. Geht eigentlich immer, darf auf keiner Anlage fehlen. Lexbus? Bitte? Lexbus? Nö. Aber wäre eine Idee. Nein, wäre eine Idee, aber wir bleiben bei den traditionellen Marken. Zu denen haben wir einen hervorragenden Kontakt und die freuen sich auch drauf. Dazu haben wir einen Lasercut, sei Dank, ein Gebäudeset produziert von Minis oder für die Minis, die man jetzt im Set zusammen auch bestellen kann. Da gibt es ein Busdepot, ein Postamt und eine Spedition und die kann man sich wahlweise irgendwo auf der Anlage hinstellen. Sehen toll aus, kosten nicht viel, sind eben als Bausatz selbst zusammenzubauen und sind eine tolle Ergänzung zu unserem Minis-Programm. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, liebe Modellbahnfreunde, wir könnten jetzt sicherlich, und da wird er mir nicht böse sein, noch stundenlang weiterreden. Sie können sich natürlich gerne noch auf den entsprechenden Webseiten umschauen. Da finden Sie alle Neuheiten und noch viel, viel mehr Informationen. Ja, und erwerben und kaufen können Sie das Ganze natürlich bei Modellbahnshop Lippe, modellbahnshoplippe.com. Dort können Sie ebenfalls auch in den Neuheiten noch entsprechend was nachgucken und nachblättern und natürlich kaufen. Darüber freut sich Tobias Lemke ganz bestimmt. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses ganz tolle Gespräch, für die schönen Neuheiten, die gerade in N-Bahnern sozusagen ein Teppich ausgerollt wurde. Den wird das bestimmt sehr freuen und wir freuen uns auf nächstes Jahr. Das tun wir. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren nochmal. War schön, mit Ihnen zu sprechen. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen dieses schöne ICE-Triebwagenmodell schenken. Denn es soll nicht nur Ihnen, sondern auch unseren Zuschauern und Modellbahnen Lust auf das neue Topmodell von Kato bringen, weil es wird ein traumhafter Zug. Es wird ein Klassiker in 2030 sein. Und wir sind glücklich, dass wir ihn machen können. Ich bin fix und fertig. Wissen Sie, was ich jetzt mache? Komm her, Junge. Danke. Danke. Ich habe den ICE 4. Ich habe ihn.